Guten Morgen nochmals, liebe Gemeinde, Kinder. Schön, dass ihr alle heute da seid. Und ich sehe auch ein paar Kinder mehr heute. Und zwar habe ich eine Frage an euch zu Anfang, die mir vielleicht jemand beantworten kann, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt. Und zwar, was ist denn das höchste Gebot? Wisst ihr das vielleicht? Schon mal davon gehört? Vom höchsten Gebot? Nein? Nein, okay. Da hinten die Reihe. Sascha vielleicht mit seinen Brüdern? Nein? Okay, dann verrate ich euch das. Und zwar steht das im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und allen deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und dazu habe ich eine Geschichte, die auch aus der Bibel kommt, mitgebracht. Eher gesagt ein Gleichnis, was Jesus einem Pharisäer erzählte, beziehungsweise der hat ihn gefragt und er erzählte es, und zwar folgendermaßen: Ein Mann, der befand sich auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho auf der Straße, und anfangs schien die Straße ganz gut zu sein, also die war gerade und auch nicht irgendwie so gruselig oder so, es war auch noch heller Tag und alles war super, der hat sich auch eigentlich gefreut, war motiviert, der Mann, und er ging und ging. Und irgendwie kam er dann in so eine Ecke rein, bog so ab, und da war es irgendwie auch schon so eher enger, und er guckte sich auch um, hat sich irgendwie beobachtet gefühlt. Und plötzlich aus dem Gebüsch kamen dann ein paar Männer raus, die haben den angegriffen und haben ihm die Kleider weggenommen, raubten ihm aus, verprügelten ihn, nahmen sein komplettes Geld und ließen ihn dann halbtot auf der Straße liegen. Stellt euch das mal vor, dieses Szenario, wie schrecklich das gewesen sein muss. Ihr geht auf einem Weg und plötzlich überfällt euch jemand, nimmt euch alles weg, was ihr hattet, und dann lässt ihr euch da liegen und ihr seid verletzt und könnt auch gar nicht mehr selbst aufstehen. Und so ging es diesem Mann. Er lag da halb tot schon und er konnte nicht mehr aufstehen. Also er dachte sich, okay, ich werde hier wahrscheinlich jetzt sterben. Außer vielleicht, wenn jemand vorbeigeht, diesen Weg, genau denselben Weg geht wie ich von Jerusalem nach Jericho, dann könnte er mir helfen. Und nach einer Zeit kommt zufällig tatsächlich einer vorbei, nämlich ein jüdischer Priester. Der kam vorbei, und der Priester, das ist ein guter Mann, der hat ja im Tempel gedient, der hat ja für Gott gelebt, so, ne? Und dann denkt ihr, was meint ihr, hat er dem geholfen? Was meinst du, Colin? Nein. Nein? Okay. Ja, ihr habt recht, aber eigentlich würde man ja denken, dass er ihm hilft. Und stellt euch vor, dieser jüdische Priester, der ist einfach vorbeigegangen. Der hat ihn so zwar gesehen, ja, ich habe jetzt auch keine Zeit, ich muss jetzt weiter in den Tempel gehen und dienen. Und dann ist er einfach weitergegangen, seinen Weg, und hat ihm nicht mal irgendwie geholfen, auf, weiß ich nicht, gar nichts. Und eine Zeit lang später kam noch eine Person, das war nämlich ein Tempeldiener, die hießen, das sind Leviten. Und dieser Levit, der ist auch gegangen und sieht schon vom Weiten, da liegt jemand, soll ich da vielleicht kurz anhalten und helfen? Ah, nee, ich muss ja auch weiter, ich habe auch keine Zeit und überhaupt so, bestimmt kann jemand anderes helfen, so hat er gedacht und ist dann auch weitergegangen, ohne den irgendwie mal zu helfen oder zu fragen, ob der Hilfe braucht. Und er sieht ja, da ist jemand total verletzt und fast halb nackt so quasi, und ja, und so lag der Mann weiter dort, und endlich kam noch einer, und er war ein Samariter. Samariter waren früher, also das war halt zur damaligen Zeit so, dass die Juden und die Samariter, die haben sich gar nicht gut verstanden. Die haben sich überhaupt nicht gemocht. Die Juden mochten die nicht und die Samariter mochten die Juden nicht. Und das war immer so ein bisschen so Zickereien zwischen denen quasi. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, weshalb, warum, aber es ist einfach so gewesen, dass die sich nicht mochten, diese zwei, sag ich mal, Volksgruppen. Und dieser Samariter, der war auf einem Esel am Reiten so quasi, ne, und hatte so ein Tier und sieht auch schon von Ferne, dass da ja jemand liegt und verletzt ist und um ihn herum so quasi auch alles so zerzaust, zerrissen, seine Klamotten. Und er denkt sich, okay, ich glaube, dieser Mann braucht Hilfe. Und er ist dann da vorbeigegangen, ist zu ihm gegangen, hat sich zu ihm hingekniet, hat ihn seine Wunden mit Verband gemacht und alles so mit desinfiziert, mit Öl und Wein hatte der damals, das war halt so damals, dass man das dann so behandelt hat.
und hat ihm dann geholfen, hat ihn hochgehoben. Das war bestimmt kein leichter Mann. Also manchmal, ne, wenn man versucht, sein Geschwisterkind hochzuheben, irgendwo ist das schon manchmal schwer. Und er hat einen ganzen Mann dann da drauf gehoben und auf das Reittier. Und da war der verletzte Mann war so erleichtert. Das glaubt ihr gar nicht, wie erleichtert er war, dass ihm jemand geholfen hatte, endlich. Und das war kein Jude oder so, das war ein Samariter, der ihn eigentlich gar nicht gemocht hat. Und so hat er ihn dann in ein Wirtshaus gebracht, in so ein quasi Hotel, und hat ihn da auch hingelegt auf ein Bett, damit er da auch versorgt war, und hat sogar dem Chef von diesem Gasthaus, dem Wirt, hat er sogar noch Geld gegeben, dass er sich um ihn kümmern sollte, falls da irgendwie noch Kosten kommen. Also er hat auch alles für ihn bezahlt, diese Hotelzimmer, diese ganzen Sachen, die er da benutzt haben musste für die Wunden und so. Das heißt, der hat nicht nur geholfen, sondern der hat auch noch sein Geld dafür ausgegeben. Und jetzt habe ich eine Frage an euch Kinder. Wer war denn jetzt von diesen drei Personen, der Priester, der Levit und dieser Samariter, wer von den dreien hat barmherzig gehandelt, hat gut gehandelt? Ja, Colin? Der Samariter, der Dritte, ne, was ich gerade erzählt habe, genau. Der Dritte, der hat nämlich Gutes getan. Er hat Barmherzigkeit ausgeübt. Er ist nicht einfach vorbeigegangen, hat die Augen so zugemacht, also so quasi ignoriert. Er hat geholfen. Und was ich euch gerade am Anfang vorgelesen habe, ne, Liebe, du sollst den Herrn lieben und deinen Nächsten. Und das ist dein Nächster, derjenige, der um dich herum ist. Das kann deine Geschwister können das sein, das können auch fremde Personen sein, es kann auch einfach eine Oma sein, die gerade hingefallen ist oder irgendwelche schweren Tüten trägt. Es kann eigentlich jeder Mögliche sein. Nur, was an uns liegt, ist, dass wir die Augen offen dafür halten, dass wir irgendwie nicht ignorieren, sondern hinschauen. Und ja, das möchte ich uns Erwachsenen wünschen, aber auch den Kindern, dass wir einfach das nicht vergessen, diese Barmherzigkeit auszuüben. Amen.